zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ich bin der Lukas Hasselwander von der Kommunistischen Jugend und der Partei der Arbeit Österreichs. Wir sind heute hier, einerseits, weil der 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei in Österreich ist. Andererseits geht es darum, dass Johann Koblenig, der viele Jahre Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Österreich war, der die KPÖ maßgeblich mit organisiert hat, aufgebaut hat, und außerdem einer der Gründer der Zweiten Republik ist, der einzige Gründer der Zweiten Republik, nachdem in Wien bis heute keine Straße oder ein Platz benannt ist. Und das ist auch der Grund, wieso wir uns hier versammelt haben heute, weil wir gemeinsam dafür eintreten wollen, dass in Wien auch nach Johann Koblenig eine Straße oder ein Platz benannt wird. Als Mitbegründer der Zweiten Republik und seiner Verdienste im antifaschistischen Widerstand sowie aller Kommunistinnen und Kommunisten, die für freies, demokratisches und unabhängiges Österreich eingetreten sind.